Der Mannheimer Kulturverein Industrietempel macht mit dem Abfallvermeidungsprojekt Die Apologeten des Wachstums das Ludwigshafener Müllheizkraftwerk zum Kulturschauplatz. Ein außergewöhnliches Projekt. Mit dabei Dr. Klaus Kuhfeld vom Ludwigshafener Ernst-Bloch-Zentrum sowie die GML als Projektpartner. Die Apologeten des Wachstums, die Videoinstallation, führt an den Ort, der die Folgen unseres eigenen Konsums sichtbar macht. Das System heißt Kapitalismus und generiert Reichtum, auch Luxus, Wohlstand für uns alle. Aber bedeutet es wirklich Wohlstand für alle? Kultur und Kunst ist nicht unser Auftrag, aber wir haben einen Auftrag, Menschen zu beraten über den richtigen Umgang mit Abfällen, über Abfallvermeidung und Abfallverwertung. Das ist ein gesetzlicher Auftrag. Und wenn man das machen will, stellt man relativ schnell fest, dass es schwer ist, mit Menschen über sowas zu reden. Warum? Wenn ein Mensch was wegwirft, dann will er ja nichts mehr damit zu tun haben. Der will auch mit dem Gedanken nichts mehr zu tun haben. Und mit so einem Menschen versuchen Sie jetzt mal darüber zu reden. Das ist schwierig, das gelingt aber dann, wenn Sie ungewöhnliche Sachen machen. Und sowas Ungewöhnliches ist dieser schöne, spannungsreiche Kontrast zwischen Kunst und Müll. Dann starten wir Teil 1 der Apologeten. Bacteria reproduce very simply and rapidly by doubling their contents and splitting in two. Just one bacterium, dividing every 20 minutes, could produce nearly 5,000 billion billion bacteria in one day. Willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich habe ziemlich viel eingekauft, wirklich. Ich habe ein XXXXXL-Haul für euch. Das meiste Zeug, was ich natürlich gekauft habe, ist von Primark. Da habe ich, glaube ich, 250 Euro gelassen. Upsi. Dann habe ich noch viel von Shein, weil der Black Friday war. Ja, ich habe viel bei Shein bestellt. Dann unter anderem noch Mango, Zara und H&M. Und da habe ich mir als erstes ganz langweilig, wie ich bin, Socken gekauft. 7 Paar, 3 Euro. Und als nächstes Mal nochmal Socken, aber solche Halbsocken, das sind die besten, finde ich, aus diesem Stoff, weil die am besten am Fuß halten. Als nächstes habe ich mir ein paar Winterschuhe mitgenommen. Jedenfalls haben die nur 8 Euro gekostet, deswegen habe ich die mitgenommen. Sandpaper for bloody knuckles. Shank open a bag of chips and pulverize with fists. We keep primal in the kitchen. Motherfucking cooking. Walking low, motherfucker. Beer batter in our pistols. Team Cuisine is the cooking game contra. Blasting beer into our custom Doritos batter. Doritos are cool and beer is cool, but sometimes you gotta just mix things together to make them cooler. And your own. I like having cool things, like a cheese blanket. I'm happy I got a motherfucking a cheese blanket. Now we deep fry these bricks of cheddar. Not giving them. I like my cheddar like I like my women. Old and oily. We're dealing with 40 pounds of cheese. Our cheese budget is your annual denim budget. With your garbage jeans that you think look so good. Those jeans don't look good at all. Epic Mook trying to toss eggs in a bowl like he don't give a f if he misses. But we don't waste that shit. We just get wasted and shit. We throw down dough, motherfucker. We're making 2 loaves of 20 double cheeseburgers each. Count it up. That's 40 double cheese. Packing burgers in this custom loaf with cheese blankets. This is how Epic Meal Time does a grilled cheese sandwich. This ain't no after school special. This is that trillionaire shit. Epic Meal Time making a bad boy grilled cheese sandwich.
plenty of cheese, deep fried. I like my women like I like my cheese, hot and wrapped in bacon. Bitch, this the fattest grilled cheese sandwich you ever seen. Mmm. Dogs are going down. There's Chestnut. He's the defending champion. He's looking for a 10th championship. He jumps out right in front with two, but both Esper and OG, they keep pace with him. That's a surprise. I was looking for, well, finally we get Stoney in there. The moment of glory is upon us. Now, they say we're a country divided, but if there's one thing we can all agree on, is that this contest is the greatest event of the summer. It's the Independence Day holiday out here in Coney Island and across America, and Joey Chestnut is the great unifier right there in the center of the table where he belongs, 9-time champion. So Stoney comes out just 2 behind, but look at Chestnut. He's not finished out the first minute, and he's at 8 right now. Looks like he's going to be at 10 by the end. If he can keep that pace up for 4 or 5 minutes, he can slow down. Tell you a story about Chestnut, though, as he now has 22. Cicotti has dropped down into third, and Esper with 18 now. Esper's a bit of a surprise here. Joey just nailed those bowl after bowl after bowl, and he took the win there. Yeah, it's great trick cocktails. There's Esper. He ate 53 to qualify up in Boston. He's from Oxford. 51, forgive me, to qualify. He's very good, but I think he'd be a big surprise if he were to beat Stoney today. Stoney is lagging behind. Rennen ist endlich überstanden. Haben Sie alles bekommen, was Sie wollten? Ja, also der Plan ging relativ gut auf. Hat schon geklappt. Haben Sie irgendwas nicht geschafft? Optional wäre noch eine PlayStation 4 oder ein Fernseher dabei gewesen, aber das reicht auch so. Sind Sie denn jetzt zufrieden? Ja, jetzt bin ich zufrieden. Wie ist es denn? Jetzt haben Sie so eine lange Anspannungszeit gehabt. Das hat sich innerhalb von Sekunden entladen. Was denkt man in so einem Moment? Nichts, einfach nur rennen, rennen, rennen. Da ist kein Platz für Gedanken. In welchem Moment dachten Sie, das wird knapp? Ja, als es von 10 runterging. Da wollte ich eigentlich noch die Treppe runter und habe dann kurz rechts abgebogen. War schon und gut so dann. Alternativplan war dann, was haben Sie sich dann gegriffen? Die 4 GoPros. Am Ende konnte Heiko Müller Waren im Wert von 37.570 Euro mit nach Hause nehmen. Oh Gott, ist das viel. Warum kaufe ich so viel? Hallo Leute, wie man sehen kann, sitze ich hier mit 2 riesigen DM-Tüten. Und es gibt einen Grund, dass ich geschrieben habe, 18 Kilo DM-Haul. Die meisten schreiben ja gerade irgendwie so 85 Euro DM-Haul, 53 Euro DM-Haul. Und ich denke mir mal so, warum macht ihr das? Und ich habe sowieso ein bisschen anderen DM-Haul heute, denn ich habe noch nie bei DM so viel eingekauft und gleichzeitig so wenig Schminke gekauft. Also das ist echt ein Debüt für mich. Ich habe schon gar keinen Überblick mehr hier über diese 2 Tüten.
Und ich habe die heimschleppen müssen und es sind wirklich 18 Kilo. Ich habe mich fast zu Tode geschleppt, ne? Ja, ich würde sagen, wir legen jetzt direkt mal los. Hat die eine Filiale in Mannheim zugemacht, weil die umbaut. Und dann gab es Ausverkaufsrabatten, zwar 20%. Und auf die Masse lohnt sich das doch schon ganz schön. Und da musste ich einfach zuschlagen. Das erste, was ich mir gekauft habe, sind Wattepads, weil die kann man immer brauchen. Und das Design aktuell finde ich sowieso total schön. Und, also wie gesagt, ich habe nicht mehr einen großen Überblick. Ich weiß noch nicht so wirklich, ob es was hilft, aber die durchbluten auf jeden Fall sehr gut. Und ich habe gedacht, ich kaufe mir jetzt einfach mal ein paar davon. Ich glaube, ich habe 3 oder 4 gekauft. Und die kosten halt normalerweise 3,50 oder so. Und deswegen habe ich mir gedacht, kaufe ich jetzt mal ein paar im Ausverkauf und probiere das Ganze einfach mal aus. Dann ist die eine Tasche auch schon leer. Da sind nur noch Kassenzettel zum Beispiel drin. Ja, ist etwas länger und ich habe auch 2-mal eingekauft. Egal. Wir brauchen wirtschaftliches Wachstum. Wenn wir sagen wollten, wir wollten das wirtschaftliche Wachstum einstellen, ist das so, als wenn wir sagen wollten, wir wollten das Atmen einstellen. Wenn man das Atmen einstellt, wenn man das lange genug durchhält, dann ist man am Schluss tot. Und beim Wirtschaftswachstum, wenn man darauf verzichtet, geschieht das genauso. Thomas Reuter vom Industrietempel führt die Besucher durch die Gänge des Kraftwerks. Begleitet vom Lärm der Anlage macht sich die Gruppe auf den Weg zu den Menschen, die täglich 1000 Tonnen Folgen unseres Konsums verarbeiten. So, herzlich willkommen in der Kanzel der Kranführer. Von hier aus werden die Greifer gesteuert, die in den Müllbunker fassen und den Müll nach oben ziehen und in die Brennöfen werfen. Lassen Sie sich das erstmal auf sich wirken und werfen Sie den Blick in den Abgrund hier. Sie können gerne bis nach vorne vor und runter gucken. Also im Müllheizkraftwerk sieht man natürlich, wo das Ganze endet, wo es hinführt. Also man wird unmittelbar vor Augen geführt, was wir da produzieren und was alles durch diesen Konsum am Ende übrig bleibt. Und wenn man das sieht, diesen Einblick hier hat in den Müllbunker, da reinschaut in diese großen Massen, dann kommt man, glaube ich, fast automatisch zu dem Gedanken, oh, könnte das sein, dass das nicht endlos so weitergehen kann. Wir brauchen wirtschaftliches Wachstum. Wenn wir sagen wollen, wir wollten das wirtschaftliche Wachstum einstellen, ist das so, als wenn wir sagen wollen, wir wollten das Atmen einstellen. Genau, da wenn sind wir wieder. Wenn man das lange genug durchhält, dann ist man am Schluss tot. Und beim Wirtschaftswachstum, wenn man darauf verzichtet, geschieht das genauso. Oh.
Wir möchten Wachstum fördern. Das ist unsere Politik. Haben wir uns entschlossen, ja, einen Pfad zu gehen, der voll auf Wachstum setzt? Wir setzen auf Wachstum. Es ist, glaube ich, wichtig, dass wir jetzt in den nächsten Monaten auch alles tun, was Wachstum und Wirtschaft fördert und nicht immer nur, was Gerechtigkeit auslösen kann. Joey Chestnut looks like he's getting set. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Joey Chestnut, unofficially at 71. That would be a record here. Kaum ist der Laden geöffnet, stürmen die Kunden das Geschäft. Also man sieht, ich bin einfach durch den DM gelaufen, ohne nachzudenken und habe einfach gekauft. Dann habe ich ein Produkt gekauft, was ich bei ganz vielen DM-Hauls jetzt gesehen habe auf YouTube. Ja, ich bin auch so ein Opfer, ich lasse mich extrem anfixen. Wenn ich DM-Hauls sehe, dann ist schon so Feierabend. Dann denke ich immer so, scheiße, du warst doch gestern erst im DM, hast so viel Geld ausgegeben, jetzt musst du wieder hinrennen. Und dann renne ich wegen einem Teil hin, weil ich das in irgendeinem Video gesehen habe und dann kaufe ich wieder 10 neue Teile. Also ewiges Drama mit mir um DM, wirklich schlimm. Tacos down.
Über enge Treppen geht es zum letzten Teil der Führung, zur großen Anlieferungshalle, in der werktags Müllfahrzeuge Abfälle in den sogenannten Müllbunker des Kraftwerks entladen. Hier erwartet die Besucher das Finale der Videoinstallation. Ja, die Apologeten sind die Verfechter der wahren und reinen Lehre im christlichen Glauben. Und hier sind die Apologeten des Wachstums. Also wir haben ja diese Statements gehört von den Politikern, die immer mehr Wachstum fordern und sagen, Wachstum ist unsere Politik, wir brauchen mehr Wachstum. Und das sind für uns die Verfechter, die Befürworter der reinen Lehre. Wobei es gibt ja auch Kritik an diesem unbegrenzten Wachstum, dass es eben nicht immer und endlos so weitergehen kann. Und das sind aber diejenigen, die Politiker, die es eben in der reinen Lehre bewahren wollen. Video for you guys. I happen to have about 30 iPhones just laying around. And I thought, you know, what's a better way to put these to use? All of them are fully working, by the way, than to just smash them, you know? Who's it gonna be? Who's it gonna be? Who's it gonna be? Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zu unserem Unpack-Video zur PlayStation 4. Deshalb sage ich, haben wir uns entschlossen, ja, einen Pfad zu gehen, der voll auf Wachstum setzt. Bacteria reproduce very simply and rapidly by doubling their contents and splitting in two. Just one bacterium, dividing every 20 minutes, could produce nearly 5,000 billion billion bacteria in one day. Ein Pfad zu gehen, der voll auf Wachstum setzt. Wir möchten Wachstum fördern. Das ist unsere Politik. Wir brauchen wirtschaftliches Wachstum. Wir setzen auf Wachstum. Thank you.
voll auf Wachstum setzt? Wir möchten Wachstum fördern. Und der war sogar mit Roségold und dann dachte ich mir, der muss natürlich mit. Wie geil ist denn das, mein Silvesterkleid einfach mal für 9 Euro jetzt schon bekommen? Oh mein Gott, sage ich nur. Warum kaufe ich so viel? Und ich habe mir ganz, ganz, ganz viele Sachen gekauft. Die Welt ist voller Wundertüten. Kein Schwein braucht so viel Zeug. Nein, ich hab's falsch gekauft. Was soll ich denn mit 3 Handyhüllen, wo ich das Handy nicht habe? Wie gesagt, ich habe die letzten Wochen viel zu viel gekauft. Mein Konsum ist so hoch gestiegen. Derjenige mit dem höchsten Warenwert, der gewinnt alles. Oh Gott, das ist das viel. Warum kaufe ich so viel?
Uns kommt es einfach darauf an, die Leute ein bisschen zu sensibilisieren. Also man soll staunen und denken, oh Gott, diese riesigen Burger, dieser ganze Konsumwahnsinn, dann sagen die ja auch noch selbst bei ihren Haul-Videos, oh mein Gott, warum kaufe ich so viel, ja? So viel, so viel. Und ich habe viel zu viel gekauft und ich brauche es gar nicht. Und wir hoffen einfach, dass jeder halt so ein bisschen nachdenkt, könnte es sein, dass ich das gar nicht brauche? Oder ist es einfach zu viel? Also ich will mich auch gar nicht ausnehmen. Ja? Ich kaufe bestimmt auch zu viel ein und man wirft ja zu schnell weg. Man soll ja versuchen, ob man noch irgendwie was reparieren kann, wenn es kaputt ist, bevor man das nächste kauft. Aber manchmal ist es auch einfach schwierig, weil die Sachen ja schon so produziert werden, dass sie eben nicht repariert werden können, sondern dass man sie eben wegschmeißt und neu kauft. Wir möchten Wachstum fördern. Wir möchten Wachstum. Den Schlusspunkt der außerordentlichen Werksbesichtigung setzt der Anglistenchor Heidelberg. Live vor dem Müllbunker erklingen die von Peter Gortner komponierten sakralen Lieder, ein Abgesang auf unsere Wegwerfkultur. Wenn Sie so ein Projekt machen, dann wissen Sie ja nie, was dabei rauskommt. Ne? Das ist schon aufregend. Ne? Wenn Sie das dann auch noch im öffentlichen Raum machen, wo dann jeder zugucken kann, erzeugt schon eine gewisse Spannung. Und wir wussten alle nicht, auch der Industrietempel nicht, der zwar sehr erfahren ist, aber auch die wussten nicht, wie kommt es an. Und heute wissen wir, es kommt super an bei den Leuten. Ja? Wir haben jetzt 11 Führungen gemacht und gehen Sie mal davon aus, bei jeder waren 20 bis 25 Leute. Das heißt, weit über 200 Menschen haben das jetzt gesehen und ich habe keinen gesehen, der irgendwie gesagt hat, was ist das für ein Mist, sondern alle waren begeistert. Wir glauben an Wachstum, an Wachstum, an Wachstum. Wir glauben, wir brauchen, wir brauchen, wir Wachstum. Wir brauchen Wachstum. Der Heidelberger Anglistenchor. Fazit ist einerseits, dass die Filme auf mich unheimlich verstörend gewirkt haben mit diesem exzessiv Essen, Fressen, dieser Kaufrausch, ja, warum Menschen so viel kaufen, ohne es zu brauchen, das hat mich irgendwie schon verstört, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber andererseits ist es wohl in der Gesellschaft durchaus üblich. Ja? Also insofern nehme ich diese Erkenntnis mit, dass es Menschen gibt, die ihre Befriedigung darum finden, möglichst viel zu kaufen. Man kann im Grunde natürlich privat selber anfangen, Müll zu vermeiden. Aber es ist unglaublich schwer, weil wir in so einem Kreislauf drin sind, wo man eigentlich fast nicht mehr aus dieser Kette rauskommt. Das beschäftigt mich schon länger, persönlich auch. Und ich finde es beeindruckend, natürlich, das erstmal so hier so zu sehen. Und dass man da auch sicherlich animiert wird, sich mehr Gedanken dazu zu machen. Es führt einem so ein bisschen vor Augen, was man selber an Müll verursacht, durch, sag ich mal, dem Wachstum hinterherzulaufen. Auf der anderen Seite ist Wachstum auch für uns ein wirtschaftlicher Faktor. Es ist ambivalent, es ist schwer zu sagen, ob man dadurch tatsächlich sein Verhalten verändert oder nicht, aber es ist auf jeden Fall nachdenkenswert. Hemmungsloser Konsum verbraucht unsere Ressourcen. Wegwerfen vermüllt unsere Erde. Wir müssen zu einem anderen Verständnis von Wirtschaftswachstum kommen, denn die Ressourcen unserer Erde sind endlich. Was kann man dagegen tun? Ich kaufe möglichst wirklich nur noch das, was ich brauche, weil ich weiß, wenn ich es nicht mehr brauche, dann muss ich es irgendwie entsorgen. Und damit habe ich selbst ein Problem. Mein Mann und ich, wir überlegen uns sehr genau, ist jetzt also nicht nur Müll, sondern Umwelt generell, ob wir wirklich ins Flugzeug steigen oder ob wir nicht den Zug nehmen oder anderweitig uns in der Welt bewegen. Das sind ja alles Dinge, die zusammenhängen. Es ist ja nicht nur der Müll, sondern es ist letztendlich das ganze globale System, was da bedroht ist. Da ist der Müll ein großer Teil davon.
ganz praktisches Beispiel. Ich rasiere mich nass und brauche immer neue Rasierklingen. Und in letzter Zeit finde ich keine einzelnen Rasierklingen mehr zu kaufen, sondern nur noch Rasierklingen mit dem Rasierer. Jetzt habe ich schon 3 solche Rasierer, weil ich ja immer wieder welche kaufe und dann braucht man schnell einen und dann denkt, naja gut, dann kaufe ich halt noch einen Rasierer. Aber eigentlich brauche ich doch nur die Klingen. Und jetzt habe ich schon 3 Rasierer, also die Geräte. Und dann habe ich gedacht, ah nee, also den 4. kaufe ich mir jetzt aber nicht, das ist wirklich Quatsch. Und dann bin ich rumgelaufen so lange, bis ich dann tatsächlich doch noch einzelne Rasierklingen bekommen habe. Wir nehmen keine Plastikflaschen mehr, wir schleppen wieder Glas, um da den Kreislauf zu befördern und den Plastikmüll zu vermeiden. Wir trennen natürlich, was alle tun. Ich fahre elektrisches Auto. Ich habe in meiner Firma 40% vom Primärenergieverbrauch durch Investitionen eingespart. Also man tut seinen Teil, aber es ist, glaube ich, nie genug.